und herzlich willkommen meine liebe CK-Crew, hier ist mal wieder euer Commander Keule mit einem weiteren Video zum LS19 Tipps, Informationsvideo zum Seasons im LS19. Das ist ja eine Videoreihe, wie ich es schon eingangs im ersten Video gesagt habe, indem ich euch einfach mal so groben Ausblick gegeben habe, was überhaupt alles mit dem Seasons hier für uns reingekommen ist ins Spiel. Und jetzt fangen wir an, dass ich so nach und nach euch erkläre, was das für uns bedeutet, wie die Struktur ist, wie der Aufbau ist, was alles Neues durch den Seasons und werde versuchen, es so Step by Step euch alles zu erklären. Ich hatte euch ja einen kleinen Ausblick gegeben. Heute fangen wir zum Beispiel an mit dem Head-Up-Display, also den HUD oben rechts, was da jetzt quasi neu ist, was das bedeutet, was der Hintergrund ist, was es beinhaltet für uns. Dann werde ich euch noch versuchen, den Kalender näher zu bringen und zeige euch generelle Änderungen, die jetzt mit den Seasons hier für uns reingekommen sind. Also fangen wir einfach mal ganz oben rechts mit dem Head-Up an. Dort haben wir ja jetzt neue Menüpunkte dazu bekommen, beziehungsweise Übersichten dazu bekommen. Das ist ja einmal ganz links das Wolkensymbol mit aktuell Regen, weil es hier bei mir regnet. Das beinhaltet quasi das Wetter an sich. Dort gibt es dann verschiedene Wetterlagen, so wie sonnig, sonnig bewölkt, bewölkt, Regen oder jetzt auch mit dem Seasons neu dazugekommen, Schnee. Daneben das Symbol mit der Pflanze und zwei Regentropfen daneben. Das bedeutet quasi für uns, dass es entweder Nässe gibt oder dass es halt Frost gibt. Frostsymbol müsste ich euch das nächste Mal nachreichen, wenn ihr das unbedingt sehen wollt, wie das aussieht. Da ist dann, glaube ich, ein Schneeflocke daneben abgebildet. Und diese ganze Anzeige da ist unabhängig von den Jahreszeiten. Warum sage ich, dass das unabhängig von den Jahreszeiten ist? Das ist einfach dahingehend geschuldet, dass es natürlich im Winter Frost geben kann. Es kann aber auch im Frühjahr Frost geben. Es kann aber auch schon im Herbst Frost geben. Und Nässe kann es halt das ganze Jahr über geben, je nachdem welchen Geo man benutzt und wie häufig es halt regnet. Daneben haben wir das Thermometer, beziehungsweise zwei Thermometer. Da haben wir zwei Temperaturen, das obere, wo jetzt aktuell 30 Grad Celsius stehen, das ist quasi die Lufttemperatur. Und darunter haben wir die Bodentemperatur, das sind 24 Grad aktuell. Diese beiden Informationen sind für uns immens wichtig für die weitere Ernte, für die weitere Planung und was wir so im Kalender nachher alles zu sehen bekommen. Daneben haben wir dann die Jahreszeiten abgebildet. Das ist dann immer mit den Symbolen gekennzeichnet für die einzelnen Jahreszeiten. Das werden wir aber im Kalender dann nochmal sehen. Jetzt gerade aktuell bin ich im ersten Abschnitt Frühjahr, Herbst. Ja, da haben wir dann nachher den Frühling, Sommer, Herbst und Winter dementsprechend abgebildet. Und dann anhand der Zahl, die davor steht, sehen wir dann immer, ob wir da im Anfang, Mitte oder Ende sind. Beziehungsweise das ist dann der Tag, an dem wir uns befinden. Daneben haben wir dann, wie schon immer bekannt, die Uhrzeit und daneben dann den Kontostand und das, was wir gerade aktuell auf dem Geld haben, also was wir gerade aktuell an Geld haben. Ja, kommen wir jetzt einfach mal zu der Übersicht, beziehungsweise möchte ich euch jetzt einmal zeigen, was jetzt neu gekommen ist mit den Seasons. Da gehe ich jetzt einfach mal in das normale Menü, erzähle euch einfach mal kurz, was sich hier so geändert hat. Wir haben jetzt hier quasi ein paar Auswahlkriterien weniger. Wir können nämlich nicht mehr aussuchen, wie schnell unser Pflanzenwachstum ist. Das ist nämlich jetzt abhängig davon, wie viele Tage wir pro Session, also pro Seasons Abschnitt auswählen. Das werde ich euch aber gleich im Kalender näher erklären. Da hat sich also einiges geändert. Wir können aber trotzdem noch sagen, ob wir mit Unkraut, Fruchtzerstörung oder sonst was spielen wollen. Wir können auch immer noch den Helfer hier so ein bisschen sagen, was er machen soll. Dann können wir auch noch den Verkehr regeln und das, was uns halt schon so bekannt ist. Ansonsten das Menü hier, allgemeine Menü, ist auch gleich geblieben. Und ja, das Größte, was sich halt ändert, ist natürlich dementsprechend hier unser Missionsmenü. Das passt sich natürlich, das hatte ich schon mal erwähnt, an zu dem, was wir gerade für eine Jahreszeit haben. Also im Winter wird hier halt die Liste leer sein, weil im Winter können wir nichts machen für die Kollegen. Wir können die Felder nicht bearbeiten. Das hat aber auch einfach den Hintergrund, dass die Temperatur dementsprechend niedrig sind. Und ja, dadurch können wir halt keine Mission machen, außer halt vielleicht irgendwelche Transportaufgaben. Der Rest hat sich hier eigentlich nicht geändert. Das Einzige, was sich noch zusätzlich geändert hat, ist halt hier unsere Übersichtskarte. Und zwar gibt es auf dieser Übersichtskarte jetzt neue Punkte bzw. Änderungen, was halt hier unser Wachstum angeht, beziehungsweise was auch unser Dünge angeht.
Wir haben ja jetzt hier bei den Düngestufen zum Beispiel unter anderem durch den Einzug des Seasons eine Düngestufe mehr bekommen. Wir haben jetzt nicht nur zwei, wie wir es ja vorher hatten ohne den Seasons, haben wir jetzt drei dazu bekommen. Das sehen wir halt rechts in der Ansicht. Dazu haben wir halt auch hier die Unkrautstruktur. Wir sehen sie jetzt hier beispielhaft einmal dargestellt auf dem Feld. Die Unkrautwachstumsstruktur hat sich natürlich mit dem Seasons jetzt für uns auch geändert. Ist ein bisschen realistischer geworden. Unkraut wächst halt nicht einmal komplett überall gleich. Es wächst jetzt vereinzelt und das sehen wir halt hier so schön auf Feld 10 dargestellt. Alles, was hier so leicht Unkraut befleckt aussieht, dort ist ein bisschen Unkraut gewachsen und der Rest ist halt kein Unkraut. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich über das ganze Feld fahren, um halt alles erwischen zu können. Dazu haben wir dann unter den Wachstum auch noch was dazugekommen, und zwar hat sich natürlich hier das gepflanzt ist mit dazugekommen. Ich mache mal kurz erntereif weg, dann seht ihr nämlich den Unterschied. Hier ist nämlich alles gelb gewesen, was erntereif ist, und hier unten auf dem Feld habe ich jetzt gerade mal angepflanzt. Da seht ihr dann, dass ich gepflanzt habe. Wenn ich das jetzt mal kurz wegmache, verschwindet das natürlich auch. Zack. Und wir haben hier unten die Keimung fehlgeschlagen dazu bekommen. Keimung fehlgeschlagen, das bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass durch Wetterungsverhältnisse, durch Witterungsverhältnisse, wie zum Beispiel viel Regen, viel Wind und so weiter, dass halt unsere Felder dementsprechend ja, in Mitleidenschaft gezogen wurden. Und wir hier auf den Feldern theoretischerweise, wenn es denn dann auch so ist, dass die Keimung fehlgeschlagen ist, jetzt so blau gefleckt wären. Genauso wie die Ansicht halt hier drüben ist, wenn wir halt nochmal rübergehen für ein Unkraut. Müsst ihr euch jetzt einfach mal vorstellen, wenn die Keimung fehlgeschlagen ist auf manchen Feldern, würde jetzt hier das Feld erntereif sein. Das Pinke wäre jetzt blau und das wäre dann quasi Keimung fehlgeschlagen. Da ist halt kein Ernteertrag rauszuholen. Das ist das, was ich halt hier in dem Menü erstmal grob für euch geändert hat, um euch schon mal eine Übersicht zu geben, was jetzt neu ist. Dann haben wir das Seasons-Menü allgemein dazu bekommen. Das Seasons-Menü, das öffnen wir uns auf der Konsole, PlayStation gesprochen, mit L1 und der Optionstaste. Dann kommen wir in diese Übersicht. Diese Übersicht hat hier mehrere Reiter. Die Reiter werde ich euch nach und nach jetzt in vereinzelten Abschnitten natürlich auch näher bringen. Heute will ich euch jetzt hier vorne den Kalender erstmal noch weiter erklären. Der Kalender ist dann quasi der Planer für uns, wann wir hier was machen können. Aber fangen wir mal ganz links in der Spalte an. Ganz links in der Spalte, dort sehen wir dann jetzt die ganzen einzelnen Getreidesorten, die wir anpflanzen können, von Weizen bis nach Pappeln unten runter. Daneben in der Spalte haben wir dann die Temperaturen. Die Temperaturen sind halt die Angabe, wann können wir das aussehen. Ja? Wenn die Temperatur dazu gering zu wäre, theoretischerweise, haben wir jetzt natürlich nicht, weil wir bei über 30 Grad aktuell sind, können wir jetzt alles anpflanzen, wäre die Zahl nicht weiß, so wie es jetzt ist, sondern blau. Blau bedeutet, ich kann es nicht anpflanzen, es ist zu kalt. Dann haben wir oben in der Spalte einmal quer gesehen die Jahreszeiten mit Frühling, diese Blume, dann den Sommer mit so einer gestochenen Sonne dargestellt. Daneben haben wir dann den Herbst mit dem Blatt und daneben eine Schneeflocke mit dem Winter. Darunter die Zahlenzeile ist davon abhängig, wie lange ich die Session für die jeweiligen Monate unter den Einstellungen einstelle. Minimal sind ein Tag beziehungsweise drei Tage pro Abschnitt, also drei Tage Herbst, drei Tage Sommer, drei Tage Frühling, drei Tage Winter, und maximal sind das auf 24 Tage zu erhöhen. Das Ganze machen wir mal kurz einen Ausflug hier hinten in die Einstellungen, können wir hier in der Länge der Seasons einstellen. Drei Tage ist halt das Minimum, wir können bis zu 24 Tage hochgehen über kleinere Steps. Ich würde diese Einstellung aber nicht während des Games wieder ändern, meine lieben Freunde. Das ist einfach aus Erfahrung des 17ers geschuldet. Ich weiß nicht, ob das hier genauso ist. Ich würde am Anfang, bevor ich mit dem Spiel starte, mir überlegen, nachdenken, wie lange möchte ich eine Session machen. Denn aus Erfahrung, wie gesagt, aus dem 17er, ist eine Änderung hier hinten nicht unbedingt sehr hilfreich, denn eine Änderung hier hinten kann dazu führen, dass halt der Rhythmus durcheinander kommt, dass das Spiel dementsprechend nicht mehr zu 100% weiß, wo ich mich nachher befinde. Und sowas kann auch Safe Games nachher ganz schön zerstören. Also ich würde das Ganze hier jetzt nicht unbedingt ändern an eurer Stelle. So, was haben wir jetzt hier zu sehen, um halt mal auf den entscheidenden Faktor zu kommen? Das ist einmal die große Fläche, wo wir halt grün die Saatzeit und gelb die Erntezeit haben.
Grün die Saatzeit bedeutet jetzt für uns eigentlich nichts anderes, dass wir in diesem Abschnitt, in diesem Bereich, ich stelle jetzt einfach mal nur für euch, um das hier besser darzustellen, die Tage hoch. Wir können jetzt quasi im Frühjahr, bleiben wir mal ganz oben beim Weizen, wir können jetzt im Frühjahr beim Weizen ab dem 9. Tag bis zum 24. Tag dieser Session im Frühjahr den Weizen aussehen. Danach müssen wir dann ganze 16 Tage warten. Das ist dann nämlich die Spalte daneben, die beiden. Erster Tag Sommer bis zum 16. Tag Sommer müssten wir jetzt warten, bis das Ganze dann halt dementsprechend gewachsen ist und erntereif wird. Ab dem 17. Tag Sommer können wir dann den Weizen auch ernten. Das Ganze ist aber davon abhängig natürlich, wie das wächst. Das hat aber nachher was mit dem Wetter zu tun. Das Wetter werde ich euch auch noch näher bringen. Und das hat natürlich Einfluss darauf, wann wir hier wirklich ernten können, beziehungsweise wie wir ernten können. Wir sehen jetzt hier an diesem Beispiel des Kalenders, dass es natürlich auch Früchte gibt, die wir nicht nur einmal ansehen können, sondern auch zweimal ansehen können. Zum Beispiel bei dem Weizen, Gerste, Hafer oder Raps. Das hat einfach den Hintergrund, dass das Früchte sind, die wir jetzt zum nächsten Frühjahr schon mal ansehen können. Das wird dann über den Winter wachsen. Wir brauchen uns im Frühjahr also nichts darum nochmal kümmern. Es gibt nicht viele Früchte, aber es gibt halt abgesehen von dem Gras natürlich halt diese Früchte, die ich euch da eben genannt habe. Weizen, Gerste, Hafer und Raps. Das hat einfach den Hintergrund, dass diese Früchte extrem frostbeständig sind. In der Realität zum Beispiel ist das Ganze so, dass wir bei Gerste und Raps, die halten den ganzen Minustemperaturen bis zu minus 15 Grad stand. Bei Weizen sind es so in der Realität sogar bis zu minus 20 Grad. Und das ist, glaube ich, aber auch so hier in den, ist nur eine Vermutung meinerseits, dass sie das hier auch mit übernommen haben werden. Das heißt also, wenn wir keine höheren Minustemperaturen über den Winter bekommen, werden wir diese Früchte dann halt dementsprechend ansehen können und haben dann dementsprechend im Frühjahr Ruhe davor und müssen das nicht nochmal ansehen. So, kommen wir zu dem wichtigen Reiter des Wetters. Hier bei dem Wetter haben wir quasi den unbeliebten Teil von dem Seasons. So würde ich das Ganze jetzt einfach mal sagen. Aber ohne das Wetter ist das erstmal definitiv nicht so realistisch, wie es jetzt natürlich dann ist. Und der Seasons wird ja auch somit auch eine Herausforderung für uns. Die Wettervorhersage an sich, um das halt allen erstmal mit auf den Weg zu geben, ist nicht unbedingt präzise. Das ist genauso wie in der Realität natürlich auch. Wir haben das Ganze hier in einer Tabellenform aufgebaut. Die Vorhersage geht 24 Stunden. Die Wettervorhersage, das sehen wir ja halt oben in dem Reiter unter heute, 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 Montag, Montag, Montag. Da haben wir ja von 12 Uhr bis zum nächsten Mal sogar 15 Uhr. Und wenn wir dann den Reiter komplett durchgucken, geht diese Vorhersage ganze 6 Tage. Wenn wir jetzt einfach nochmal uns zurückdenken und ich hier meine 3 Tage wie eingangs auch wieder eingestellt reinpacke, gucken wir uns hier nochmal kurz den Tagesablauf an. Ne? 3 Tage Frühling, 3 Tage Sommer. Und wenn ich jetzt hier reingehe und sage, okay, ich habe jetzt hier 3 Tage bzw. 6 Tage Vorhersage, dann können wir Ende Frühling schon erahnen, was Ende Herbst quasi los ist. Wettertypen können wir uns genauer ansehen. Das sind dann quasi die schon einmal erwähnten. Das ist sonnig, sonnig bewölkt, bewölkt, regnerisch und Schneefall war jetzt neu mit dem Seasons, was natürlich für uns alle absolut geil ist. Darauf haben wir uns alle gefreut. Jetzt haben wir ihn mit drin. Dementsprechend ist das natürlich sehr, sehr geil. Wir brauchen jetzt natürlich für den Seasons auch alle diese Wettertypen. Das hat alles seine Vorteile für die einzelnen Abschnitte. Darauf werde ich jetzt aber auch näher eingehen. Wir brauchen zum Beispiel die Sonne für den Wachstum der Früchte. Ohne könnte es halt auch passieren, dass die Ernte nicht bis zum Ende der Erntezeit richtig fertig wird. Wenn es nicht sonnig genug ist, wächst die Ernte halt dementsprechend schlecht. Das Ganze brauchen wir natürlich aber auch dementsprechend für Heu unter anderem, ja, für die Heuerzeugung. Ohne Sonne können wir es nicht wirklich trocknen. Dann haben wir den Regen. Der Regen ist natürlich auch für uns immens richtig. Kein Regen
dann würden wir die Pflanzen halt dementsprechend auch vertrocknen. Auf der PS4 haben wir jetzt nicht diese Möglichkeit, die ich jetzt aus dem PC kenne, einer künstlichen Beregnungsanlage. Da bin ich mir auch unsicher, ob das jetzt eigentlich für uns, für die Konsole wirklich dann, ja, überhaupt wichtig ist, wie dolle und wie viel es regnet. Da müsste man einfach mal ausprobieren und abwarten, was so das Spiel nachher wirklich herausbringt. Es könnte wahrscheinlich eher so sein, wenn es nicht genug regnet, wie vorhin schon einmal erwähnt, dass halt die Keimung bei vielen Plätzen halt fehlschlägt und dementsprechend wir weniger Ertrag aus dem Feld rausholen werden. Da haben wir natürlich auch noch den Schnee, aber aus landwirtschaftlicher Sicht ist der Schnee für uns total unwichtig. Der ist nicht wirklich hilfreich, aber es ist dennoch eine extrem geile Zeit, wie ich finde, weil wir können dort natürlich viele, viele andere Sachen machen. Wir können Schnee schieben, wir können erstmal Forst machen, wir können die Maschinen auf Vordermann bringen, den Hof auf Vordermann bringen, uns um die Tiere kümmern über den Winter, weil die brauchen natürlich dementsprechend im Winter andere Bedürfnisse. So will ich das Ganze mal formulieren, da werden wir aber ja auch später näher drauf eingehen. Ja, gucken wir uns die Tabelle einfach mal an. Wir haben ja links einmal die Typen, was ich eben erwähnt hatte. Da sehen wir bei mir, da ist es jetzt sehr, sehr regnerisch. Dann haben wir einmal die Maximaltemperatur, die zu erwarten ist, die Durchschnittstemperatur, die zu erwarten ist und die Minimaltemperatur, die zu erwarten ist. Dann haben wir unseren Niederschlag. Der Niederschlag ist ja quasi dann die Information für uns. Wann habe ich mit Regen zu rechnen? Ohne Regen kein Pflanzenwachstum. Nur Regen ist aber auch sehr schlecht, weil dann die Ernte einzufahren, jetzt zum Beispiel zum Sommerende hin, bei mir ist es jetzt der Fall, es regnet die ganze Zeit während meiner Erntephase. Heißt also, wenn es weiterhin regnet, kann ich einfach nicht ernten. Und das ist aber auch dann wiederum ein Geo-Thema. Das Geo werde ich euch auch noch näher beibringen und erklären, was und wie sich da was ändert. Aber das Ganze ist natürlich auch für die Heuproduktion dementsprechend wichtig. Regen bedeutet, ich kann kein Heu produzieren. Dann haben wir unser Trocknungspotenzial von Gras. Da gehe ich jetzt erstmal als erstes drauf ein. Das ist ganz unten in der Tabelle zu finden. Dort stehen in Klammern bei mir jetzt überall Minusse. Dort gibt es dann entweder Minusse, so wie wir es hier sehen, oder halt dementsprechend Nullen oder Pluszeichen. Diese ganze Anzeige wird uns jetzt quasi dann sagen, ob ich möglicherweise das Gras trocknen kann oder halt nicht. Sind da natürlich Minusse drin, wird das eher weniger was. Sind da zwei Minusse drin, sogar ganz schlecht. Also ich kann, wenn es halt regnet, so wie bei mir, mit zwei Minussen, hier definitiv nicht Gras trocknen und somit auch kein Heu machen. Diese ganze Anzeige, sehen wir ja schon, ist für 24 Stunden Vorhersage. Es wird uns quasi auch mit auf den Weg gehen, wenn wir jetzt zum Beispiel Nullen drin stehen haben würden, ob wir Gras zum Beispiel auch mehrfach wenden müssen oder mehrmals wenden müssen. Wenn wir da zwei Plusse drin haben, würde es sehr, sehr gut trocknen und dementsprechend wissen wir, was wir zu tun haben, wenn wir halt Heu machen können. Wenn wir es an feuchten Tagen unser Gras jetzt liegen lassen zum Beispiel, kann es natürlich auch dazu kommen, dass wir das Gras verrottet, dass wir kein Gras mehr davon haben. Das wird dann einfach verschwinden, das verrottet. Das ist einfach durch feuchte Tage und durch die Witterungsverhältnisse dann dementsprechend geschuldet. Darüber haben wir dann noch unseren Reiter des Windgeschwindigkeit, die jetzt nicht unbedingt für mich wirklich zu 100%ig klar ist, was das alles beinhaltet und bedeutet. Aber ich kann jetzt nur mutmaßen und vermuten, weil ich habe auch versucht, im Internet irgendwas dazu zu finden. Habe ich jetzt nicht geschafft. Aber ich mutmaße mal, und es ist für mich eigentlich auch sehr plausibel, ist einfach, dass uns die Windgeschwindigkeit jetzt zwei Faktoren mit auf den Weg bringen. Weil wenn eventuell der Wind trägt dazu bei, meiner Meinung nach, wie lange eine Wetterperiode anhält. Das heißt also, wie schnell ändert sich das Wetter bei mir? Hohe Windgeschwindigkeiten heißen natürlich auch oben, dass die Wolken dementsprechend schnell ziehen. Das heißt, ich kann das Wetter dementsprechend schnell wechselhaft haben, von Regen zum bewölkt, von bewölkt zu bewölkt sonnig oder von bewölkt sonnig zu Sonne etc. etc. Und dass es halt auch ein Faktor dafür ist, A, wie dolle mein Feld auch in Mitleidenschaft gezogen wird, weil wenn es zu windig ist, ist es zu stürmisch, dann ist noch mein Feld dementsprechend belastet. Ne? Das haben wir ja auch mit drin.
Und aber unter anderem natürlich auch das Trocknungspotenzial von unserem Gras. Wenn es natürlich gut windig ist, ist es warm und windig, dann wird es natürlich dementsprechend auch gut getrocknet. Das, meine lieben Freunde, soll es aber auch für heute für die Erklärung des Kalenders und für die Erklärung der Wettervorhersage bzw. das Wetter und auch allgemein unser Menü, wie wir draufkommen und wo wir reinkommen, auch erstmal gewesen sein. Ich hoffe, das war für euch sehr hilfreich. Und wenn ihr da noch Fragen habt oder auch weitere Anregungen, was ihr noch alles so sehen wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr irgendwo noch weiter Probleme habt, ich werde, wie gesagt, weitere Videos für euch aufnehmen. Das ist dann zum Beispiel das nächste Mal hier unsere Ernteinformation und unsere Wirtschaft, die ich euch erklären werde. Und dann werden wir schauen, was ich noch so alles für euch als Video verpacke. Das ist schon mal ein kleiner Ausblick dafür. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann droppt gerne ein Däumchen. Und ja, über ein kostenloses Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Macht gerne Werbung für meinen Kanal, Leute. Das war's von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschö mit U. Bis zum nächsten Mal. Euer Commander Keule.